Mat oder Matha heißt Hütte, Klause, Einsiedelei, wie auch das gleiche wie Ashram. Mat ist der Hindi-Ausdruck und Matha ist der Sanskrit-Ausdruck. Matha kann Hütte heißen, es kann Klause heißen, es kann Einsiedelei heißen, es kann aber auch eine größere Institution sein. In der Hatha Yoga Pradipika wird von einer Matha gesprochen. Da wird beschrieben, wie sieht eine ideale Hütte aus von jemandem, der intensiv Asanas Pranayama übt, der sich vielleicht vor ein paar Wochen oder ein paar Monate zurückzieht, um intensiv zu praktizieren. Matha. Als zweites ist aber auch Matha einfach irgendeine Hütte. Und Matha ist auch ein Ashram, eine Einsiedelei, wo ein Mensch lebt oder mehrere Menschen leben. Gut, und dann gibt es heutzutage auch den Gebrauch von Mat als einen Ort, der ein größeres Kloster ist. Zum Beispiel in der Ramakrishna-Tradition wird weniger von Ashrams gesprochen, sondern wird gesagt vom Ramakrishna-Mat oder Belo-Mat. Das ist also Mat, das, was wir bei Yoga Vidya als Ashram bezeichnen würden. Und gerade die großen Ramakrishna-Mats in Indien, das ist nicht nur einfach eine kleine Hütte, das sind Riesen-Ashrams mit Hunderten von Bewohnern und wo Platz ist für Tausende von Gästen. Oft angeschlossen große soziale Werke, wichtige Schulen und vieles andere, wo viel Gutes mit bewirkt wird. Also Mat heißt Hütte eines Asketen, heißt Kloster, heißt Klause oder auch großer Ashram.